Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Heartwood, dem etwas anderen Spiel. Ich habe so eine meiner Lieblingsseiten, da geht es rund um Indie-Development. Wir sehen hier ne, die Entwickler. Ich werde das noch nicht klicken. Das Spiel, es gibt einen kleinen Trailer zu sehen, der allerdings überhaupt nichts aussagt, was das für ein Spiel ist und was man im Spiel macht. Man könnte am Anfang denken, es ist ein bisschen Slenderman-mäßig. Zumindest macht es den Eindruck, wobei man es nicht weiß. Es wird auch auf der Website nichts großartig zugesagt. Ich fand es ganz interessant. Es ist Freeware. Ihr werdet in der Beschreibung den Link zur Seite der Entwickler finden, wo ihr das dann kostenlos runterladen könnt. Weil, wie gesagt, das Spiel wird auch kostenlos angeboten. Und ich würde sagen, machen wir ohne Umschweife los, klicken wir einmal. Steuerung ist relativ easy. Ich habe einmal kurz vorhin angeworfen, um zu gucken, ob alles funktioniert. Es wird jetzt auch gleich empfohlen, dass wir ne, Kopfhörer nutzen sollen. Ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich hatte es vorhin über die Surround-Anlage laufen. Da habe ich irgendwie nichts gemerkt. So, wir brauchen eigentlich nur die Maus. Die Maus zum Umgucken und zum Hören. Und Maustaste zum... Okay. Wir sehen. Man sieht nichts. Und da hinten ist ein Kaninchen. In die Richtung gelaufen. Es ist weg. Ich höre nichts. Außer meine Schritte. Ich muss ein bisschen bedenken. Ich habe auch noch nicht ganz gecheckt, was man halt machen soll bisher. Ich glaube, man läuft hier einfach nur so lang die ganze Zeit und denkt sich so, oh ja, ja, habe ich meine Taschenlampe vergessen. Oder es ist ein neues Nachtsichtgerät der etwas anderen Art. Kann natürlich auch sein. Ist natürlich auch ziemlich fies mit diesen Schatten. Ich muss spontan jetzt auch so ein bisschen irgendwie an das Mädchen denken. Ja, so einsam, allein, im Wald. Ja, man weiß nicht, was Sache ist und irgendwie... Keine Ahnung warum. Laufen wir halt hier die ganze Zeit lang. Wobei das bei das Mädchen. Doch irgendwie angenehm ist. Ich gehe mal hier lang. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen Muffe, dass wenn ich mich rumdrehe, auf einmal irgendwas Garstiges, Schreckliches hinter mir steht. Ja, was weiß ich, so Super Mario. ja, als Sonic-Fan wäre Super Mario wirklich das allerletzte, was man da sehen möchte. So, it's me, Mario. So, das wäre ja auch ein bisschen fürchterlich, oder? Ich könnte noch die ganze Zeit so rumrennen. So, und dann gucken wir wieder runter und... Und kriegt den übelsten Dünnpfiff seines Lebens. Genau, Diarrhoe. Hier ist eine Lichtung oder sowas, ne? Ich war noch nie auf einer Lichtung. Höre ich eigentlich irgendwas? Weil, als ich das vorhin probiert habe, da konnte ich nur ein paar Meter gehen. Auf einmal wurde mir schwarz vor Augen und ich tauchte irgendwo auf. Und ich habe dann gedacht, so, nee, das lässt sich jetzt mal. Wird es ja sowieso gleich zeigen. Also von daher, das hier kenne ich jetzt noch nicht. Wir haben eine Lichtung entdeckt. Auf der ist allerdings nichts. Wenn jetzt wenigstens dieses weiße Kaninchen wieder da wäre. Hört ihr irgendwas? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das so dieser Trick bei der Sache, ja. Es wird die ganze Zeit halt nichts gemacht. Es, oh ja, das ist das, was ich meine, ne? Jetzt wird mir schwarz vor Augen, das heißt, ich gehe wieder zurück. Da hinten sehe ich was. Ha, da hinten sehe ich was. Ist das das weiße Kaninchen? Das kann sein. Wir gehen auf diesen weißen Punkt zu. Es war total dämlich, im finsteren Wald ohne Waffen auf dem weißen Punkt zuzugehen. Das ist so wie bei Wrong Turn, ja. Einfach mal so, hey, da ist eine Hütte, mitten allein, einsam im Wald. Und hunderte von Kilometern ist kein einziger Mensch. Hey, lass uns doch mal zu dieser Hütte gehen. Gefährlich. Ganz doll gefährlich. So, das heißt, wir müssen auf Details achten anscheinend. Es wirkt teilweise so, entweder haben wir zwei riesige Klumpfüße, ja, oder sind ein riesiger Roboter, der durch die Gegend latscht, weshalb die Bäume auch alle so klein wirken, weshalb die Schritte so hallen, oder jemand bewegt sich hinter uns her. Aber das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen.
Muss allerdings sagen, so ein bisschen beklemmend finde ich es aktuell schon. Warum, wieso? Naja, gut, man sagt jetzt hier von der Optik und man hört ja da wirklich nicht viel. Wenn ich mal ganz leise bin, ich bin jetzt mal ein bisschen leise. Nö, man hört nichts. Es ist irgendwie ganz seltsam. Wie gesagt, man findet ja auch nichts zu diesem Spiel. Es ist echt ein bisschen mysteriös. Vielleicht ist es dann zu indie-mäßig, dass es halt keiner kennt. Ich dachte mir, ich zeig's einfach mal, weil ich mag ja solche Sachen so total unbekannt. Keiner kennt es, total freaky. Ich habe zum Beispiel so ein anderes Spiel noch gefunden, das wurde da auch empfohlen. So ein bisschen, es wirkt ein bisschen wie Terraria, bloß eben, dass man so eine Art kleines Mini-Raumschiff steuert, was auf einem Planeten abgestürzt ist und mehr oder weniger ist fast alles unter Wasser und man schwebt dann da rum und versucht halt wieder rauszukommen oder wegzukommen. Ist das wieder das Kaninchen oder was ist das? Oh, ich hab Bedenken. Ich habe große Bedenken. Ist das wieder das Kaninchen? Okay, ist es jetzt in diese Richtung? Hä? Ja, ganz ehrlich, was soll denn das jetzt sein? Hier soll ich immer die ganze Zeit dem weißen Kaninchen hinterherlaufen oder was? Folge dem weißen Kaninchen. Ja gut, dann muss auch irgendwo dieser Bau sein, ja? Es müsste eigentlich noch eine Uhr haben und dann müsste ich irgendwo in ein Loch fallen und dann wäre ich im Wunderland und würde Cricket spielen mit kleinen Flamingos und mit kleinen Igeln als als Cricketbällen, ja? Aber anscheinend will man mich verhohnepiepeln. So, ich würde einfach sagen, es ist ja in diese Richtung gelaufen. Wir wissen jetzt nicht, ob es noch einen Haken geschlagen hat. Das heißt, wir laufen einfach so lange, bis es schwarz vor Augen wird und drehen dann rapide um. Rapide, rapide sagt man doch eigentlich. Also, hier höre ich was. Musik oder sowas. Ich weiß es nicht. Soll man auf das Geräusch zugehen oder eher nicht? Ganz ehrlich, wenn mir was passiert, hole ich mir die ganzen Wummen von Fallout, komme wieder und bomb die Scheiße hier weg. Ey. Hab schon so ein bisschen Muffe, ne? Was ist das? Das ist eine Lichtung. Was zur Hölle war das? Und vor allen Dingen, wo bin ich jetzt? Das ist Kaninchen. Ist jetzt irgendwas zu bedeuten? War das jetzt irgendwie falsch? Hat uns da irgendwas versucht zu jagen? Und wir sind gescheitert, wurden geschnappt und fangen jetzt von vorne an, ohne dass wir es wissen? Also so ein bisschen seltsam. Ja, ne? Wir gehen jetzt einfach mal auf das. Das Coole ist ja auch irgendwie, wir können durch die Bäume hindurchlatschen. Rechts höre ich irgendwas? Das ist ein. Achso, nee, wir haben es geschafft. Oh. Jetzt haben wir hier so ein Hirsch oder sowas. Okay. Ja, sieht aus wie ein Hirsch, ne? Eben war es ein Hase, jetzt ein Hirsch. Okay. Sieht nicht nach einem Kaninchen aus, das eine ist ein mutiertes Kaninchen. Es könnte irgendwas Elfisches sein. Auch das ist nur schwer zu erraten.
muss sagen, sowas wie Minecraft finde ich ja ganz cool, so Open World oder sowas, wo man dann einfach kein direktes Ziel hat oder keine Story, keine Quest, aber man weiß, was man machen kann. Ich werde gerade langsamer, habe ich den Eindruck. Ja, ich werde langsamer. Wir sehen es links an. Whoa, whoa, okay. Ja, das ist ein bisschen laut, ne? Und hell. Viel hell. Was kommt jetzt als nächstes? Wieder ein Wald mit einem anderen Tier? Oder was ist jetzt, oder? Hä? Okay. Ist irgendwie ein bisschen weirdo. Ich check das Spiel echt nicht. Wie, das war's jetzt, oder was? Hä? Was zur Hölle? Okay. Ich bin da irgendwie so ein bisschen verwirrt. Ich glaube, ich gucke einfach nochmal im Internet, ob es da irgendwas gibt. Denn das macht mich jetzt so irgendwie gar nicht glücklich. Ich glaube, das ist das kürzeste Let's Show von dem Spiel, was ich so kenne. Ja, wie gesagt, ihr findet ja den Link in der Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr euch das Ganze dann reinziehen und dementsprechend selber mal schauen, ob ihr vielleicht ein anderes Tier findet oder ob ihr vielleicht irgendein düsteres Geheimnis löst. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall hier einmal rausgehen. Genau, da sagt mir schon, quit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht zeige ich demnächst mal wieder einen anderen kleinen Geheimtipp oder irgendwas Unbekanntes, was keiner kennt und was es irgendwie nirgends gibt oder was auch kein wenig Sinn hat. Mal schauen, vielleicht ein Puzzlespiel oder sowas oder so ein Rettet den Ficus-Spiel. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Mal schauen. In diesem Sinne, bis irgendwann einmal, euer Mr. Zogger.